Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, ihr wundervollen Menschen. Sonntag, Heimspiel auf dem Betzenberg. Ich bin absolut motiviert. Ich habe gerade eben zu meiner Frau gesagt, dass ich extreme Vorfreude im Bauch habe, denn heute geht es wieder auf den Betze, meine zweite Heimat. Einfach herrlich. Ein kleines Manko hat das Ganze, denn heute ist leider Alkoholverbot auf dem Betzenberg. Das ist natürlich sehr schade, aber es gab eine tolle Aktion und zwar Frühshoppen in Lautern. Das ist doch eine geile Sache. Da gehen wir jetzt auch hin. Und ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt den Vorbericht an und ich fahre jetzt noch gemütlich weiter nach Lautern und dann hoffe ich, dass ich einige tolle Menschen treffe. Jo, viel Spaß! Liebe Fußballfreaks und ganz herzlich willkommen zum sechsten Spieltag in der Saison 2022-2023. Mensch, Mensch, Mensch. Was hat mein geliebter Herzensverein mich am vergangenen Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth Nerven gekostet? Es war einfach unfassbar und ich könnte... Wisst ihr was, ich rede hier gar nicht lange drum rum. Schaut euch einfach meine Live-Reaction an. Ich glaube, die sagt alles. Fürth darf man trotz ihrer Tabellensituation, darf man nicht unterschätzen. Hoffen wir einfach darauf, dass unsere Mannen zeigen, was sie können, um den Sieg für uns zu holen. Da haben die Fürther einmal etwas einen guten Vorstoß gehabt, aber konnten dann das Ganze glücklicherweise nicht veredeln. Das sollte aber ein Weckruf sein. Fürth gibt den Ball in die Mitte. Achtung! Und drin. Tomjak hebt's abseits auf. Ja, und da liegt der FCK 1:0 hinten. Oh mein Gott! Fürth kam ganz zentral, wurde zwar gestört, deswegen der Abschluss nicht gut genug. Kulute hat ihn dann gerade noch abwehren können. Meine Güte! Wir dürfen die nicht so einladen, denn Fürth hat noch immer den Ball. Merkwürdige Pässe dabei, jetzt ist Lautern aber auf rechts, hinter dem 16er! Na, da ist niemand! Meine Güte, Lute, wenn wir dich nicht hätten, dann wird es jetzt auf jeden Fall schon 2 oder sogar 3-0 stehen. Also es ist einfach witzlos. Gottes Wille, Lute! Lute, der beste Mann im Lautern Jersey aktuell. Unglaublich! Die sind im 16er und können sich den Ball hin und her schieben! Was ist denn los? Die können in unserem 16er spielen, als wäre es ihre Hälfte! Nochmal, ich sehe nicht, dass Fürth so unglaublich gut spielt. Wir spielen einfach eine Scheiße zusammen! Der hätte schon wieder passen können. Lute ist der einzige Mann, der irgendwie Eier heute hat. Was machen wir? Verdammte Scheiße! Da schießen wir den Ball an den Torwart. Der gibt ihn zurück ins Feld. Und wir kriegen den Ball nicht unter. Es ist so witzlos. Ohne Scheiß, das sind Millionen Prozent da. Der ist ganz frei! Und der schießt den Spieler an, ist der bescheuert! Okay, die Mannschaften sind wieder auf dem Feld und das Spiel läuft schon wieder. Sehr schön, sehr schön. Gib den Ball in den 16er, ja, auf links, komm, bring ihn rein! Ja! 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 Das Spiel geht ein paar Sekunden und schon führen wir! Ja! Ich führe einen Ausgleich, yes! Aber da kommt Lautern schon wieder. Über rechts. Und da ist niemand. Haben Räume. Ihm hält. Komm rein! Mach! Oh! Jetzt nein! So kommt, Jungs. Legt jetzt einen nach. Zäh! Ja, Redondo auf links. Bringt die Flanke ein. Ja! 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 2:1! Ja! 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 Yes! Ja!
Wir können auch mal Scheiße, wenn wir Glück haben. Alter, da kommt Fürth. Da kommt Fürth. Das erste Mal, oder das zweite Mal jetzt in dieser Hälfte. Richtig gefährlich. Von der linken Seite. Bringt den Ball rein. Lute wehrt ab. Direkt vor den, zum Fürther. Die schießen sich gegenseitig an. Dann Lute liegt immer noch am Boden. Aus ungefähr 8 Metern schießt dann der Fürther einfach drüber. Oh. Nee, da waren immer unsere Jungs irgendwie dazwischen. Ja, und echt noch Spade dazwischen gehabt. Das habe ich jetzt am Schluss. Ja. Ah, tatsächlich Ecke. Oh, mach! Ja! 3:1! Perfekt gestört, den Torwart! Was ist denn hier los? Wie geil! Wie unfassbar krass! Das kann nicht sein! Ja! Also, Leute, ich kann meine Zusammenfassung sagen. Der FCK gewinnt 1:3 auswärts gegen die Spielvereinigung Fürth. Tja, Leute, was soll man dazu anderes sagen als erste Halbzeit pfui, zweite hui. Es ist einfach unfassbar, wie unsere Mannschaft es geschafft hat, noch einmal das Ruder auf eine derart grandiose Art und Weise herumzureißen. Natürlich hoffe ich für die Zukunft, dass wir nicht mehr derart geteilte Spiele haben, wo wir eine Halbzeit schlecht und die andere gut sind. Beide Halbzeiten wie die zweite in Fürth und alles läuft. Und natürlich feierten diesen Auswärtssieg auch die Fans ausgelassen. Nicht nur im Stadion, sondern auch im Zug, was eine Lokführer tatsächlich dazu bewog, aufgrund der Lautstärke den Zug anzuhalten und die Polizei hinzuzuziehen. Tja, scheißegal, wie laut ihr seid, wir sind lauter. Wir konnten also die 3 Punkte aus der Fremde auf den Heiligen Berg zurückbringen, wo es heute im nächsten Heimspiel weitergeht. Es gastieren im Fritz-Walter-Stadion die Jungs aus dem rund 550 Kilometer weit entfernten Magdeburg. Eine Begegnung, auf die ich mich aufgrund des zu erwartenden sehr starken Auswärtssupports wirklich sehr freue. Und der Weg auf Deutschlands höchsten Fußballberg ist für die Anhängerschaft des FCM definitiv kein Unbekannter, denn in der jüngeren Vergangenheit, dritte Liga, trafen wir des Öfteren aufeinander. Doch im Gegensatz der letztmaligen Begegnungen ist die Rollenverteilung komplett verkehrt. Denn während der FC Magdeburg in der vergangenen Saison souverän Spitzenreiter der dritten Liga fast über die komplette Spielzeit war, befinden diese sich aktuell auf dem Relegationsrang 16, während die Roten Teufel am anderen Ende der Tabelle stehen, auf Tabellenplatz 4. Dementsprechend befindet sich der FCK in der Favoritenrolle, denn betrachtet man sich insbesondere die vergangenen 5 Partien der heutigen Kontrahenten, sieht man, dass der FCK doch um einiges souveräner spielte. Ein Unentschieden, 2 Niederlagen, davon eine im Pokal, und 2 Siegen stehen lediglich einem Sieg der Magdeburger gegenüber. Alle weiteren Partien wurden verloren und insbesondere die 4:0 Heimschlappe vom vergangenen Spieltag ist schon wirklich herb. Die Allgemeinbegegnungsstatistik der heutigen Teams spricht da aber wiederum eine andere Sprache. 6-mal trafen wir aufeinander, davon gab es 3-mal keinen Sieger, nur ein einziges Mal gewann der FCK, 2-mal unterlagen wir. Aber Leute, ich glaube an unser Team und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir auch diese Herausforderung mit dem Messer zwischen den Zähnen angehen werden. Und selbstverständlich lassen mich auch die Neuzugänge aus der vergangenen Woche optimistisch in die Zukunft blicken. Denn zunächst traf Robin Bormuth vom SC Paderborn auf Leihbasis in Kaiserslautern ein. Junge, viel Erfolg bei deinem neuen Verein. Und viel Erfolg bei deinem alten neuen Verein. Für Philipp Clement, welcher in Kaiserslautern sämtliche Jugendmannschaften durchlief und sogar Vizemeister mit den FCK-Junioren wurde. Er weiß, für was er kämpft. Und ich bin mir absolut sicher, dass sich unsere beiden neuen Männer am Feuer der bisherigen Teamleistung entzünden werden und wir gemeinsam in eine gute Zukunft gehen. Wir sind selbstverständlich fest an ihrer Seite. Als 12. Mann geben wir wie immer alles. Darum würde ich jetzt sagen, lasst uns gemeinsam ins Stadion gehen, in den Block, alles für unsere Mannschaft geben. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns danach. Hallo! Hallo Papa! Ja, wir gewinnen heute. Ist die Hölle los? Wir gewinnen. 3 Punkte sind sicher. Okay, mach's gut und guck daheim schön. Ja. Jo, tschüss. Also, ich bin der Julian. Ich grüße meinen Vater, meine Schwester, die Antonia, mit der ich heute im Stadion bin. Und natürlich auch der andere. Hört auf, Leipzig. Thank you.
3. Ein Ergebnis, das ich mir nach der frühen Führung wirklich nicht so gewünscht hätte. Ich glaube, dass es einige strittige Situationen gab. Das hat dann auch die Fankurve dementsprechend kundgetan. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir eine Steigerung kriegen, wie gegen Fürth. Ich bin nach wie vor optimistisch und hoffe auf einen Sieg für uns. Yeah.
So, liebe Fußball-Freaks, das war es dann also vom Heimspiel gegen den FC Magdeburg. Und ja, was soll ich sagen? Der FCK ist so geil in die Partie hineingestartet, ist direkt in Führung gegangen und dann haben wir einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Einfach unglaublich. Ich kann immer noch nicht verstehen, wie wir uns in 10 Minuten das Heft so aus der Hand nehmen lassen. Das war einfach mega frustrierend. Aber trotz dieser Situation hat der FCK weitergekämpft und dann auch noch vor der Hälfte den Anschlusstreffer gemacht zum 2:3. Das hat mir natürlich für die zweite Hälfte Hoffnung gegeben, was ja dann auch belohnt wurde. Denn ganz kurz nach dem Wiederanpfiff, 47. Minute, fiel das 3:3. Entschuldigung an dieser Stelle, dass es nicht aufgenommen wurde, aber technische Probleme gibt es nicht nur bei Sky, sondern leider auch bei uns. Wobei man die Mittel da etwas vergleichen müsste, ne? Was uns zur Verfügung steht und was Sky... Ach, egal. Naja, auf jeden Fall hat der FCK einfach weitergezogen, weitergekämpft und dann durch einen Foulelfmeter das 4:3 erzielt. Und dann müssen wir ganz kurz vor dem Abpfiff, es waren ungefähr noch irgendwie noch 10 Minuten zu gehen regulär, da kriegen wir einfach das 4:4 durch ein Eigentor von Tomjak. Wie ärgerlich ist das eigentlich? Das war so frustrierend. Einfach unglaublich. Aber die Lauter haben trotzdem weitergekämpft, weitergezogen und alles dafür getan, dass wir doch noch den Sieg einfahren. Aber klar, Magdeburg hat verteidigt mit Mann und Maus, ganz klar. Und haben so das Unentschieden über die Zeit gebracht. Unterm Strich muss man sich jetzt fragen, wer ist zufriedener mit diesem 4:4? Also ich muss sagen, wenn man 4 Tore zu Hause schießt, dann muss man eigentlich gewinnen und nicht unentschieden spielen. Auf der anderen Seite darf man eben auch nicht vergessen, dass man einfach 3:1 hinten lag und das Spiel nochmals drehte. Also als neutraler Fußballbeobachter, der ich ja nicht bin, aber wenn ich es wäre, hätte ich mega viel Spaß an dieser Partie gehabt. Ja... Trotzdem müssen wir über zwei Situationen sprechen. Selbstverständlich zunächst das Abseits-Tor von Magdeburg, welches ja dann durch den Video Assistant Referee reguliert wurde, dass es eben doch gezählt hat. Ähnliche Situation dann auch beim 4:3 des FCK mit dem Elfmeter. Auch wenn er uns in dieser Situation Glück gebracht hat, ich bin gegen den VAR. Wirklich, ich bin strikt dagegen. Es nimmt dem Spiel seine Spontanität. Es gibt immer noch genügend Fehlentscheidungen. Und lieber setze ich mich in die Kneipe danach und diskutiere 2 Stunden über eine fucking Situation, die eben eine Fehlentscheidung war, anstatt mich dann darüber aufzuregen, dass da genügend Leute sind, die es wissen müssten und trotzdem eine Fehlentscheidung produzieren. Außerdem, es ist doch nun mal so. Man freut sich über ein Tor und eine halbe Sekunde später kommt ein, hey, wie ist es eigentlich? Kann das vielleicht zurückgenommen werden? Also ich bin strikt dagegen. Wie siehst du das? Lass uns bitte drüber diskutieren. Ist mir nämlich echt ein Anliegen, denn er wurde jetzt 5 Jahre alt. Bei der WM in Russland hat es geklappt, aber bei uns eben leider, aus welchem Grund auch immer, nicht. Kotzt mich einfach an. Dementsprechend schafft den Scheiß ab. Lieber lebe ich mit Fehlentscheidungen und bin dann frustriert und reg mich darüber auf, als... Spiel komplett verpfuscht zu bekommen. Naja, egal. Kommen wir zurück zur Partie. 4:4 eben am Ende. Und ich bin echt stolz auf unsere Jungs. Wirklich, man kann es nicht anders sagen. Ich habe gestern ganz viele Stimmen gehört von Leuten, die sich darüber eben aufgeregt haben. Und ja, selbstverständlich hätte ich mir auch den Sieg gewünscht. Wirklich hätte ich unglaublich gerne die 3 Punkte auf dem Bett zu behalten. Aber hey, seht doch mal bitte die Situation von Magdeburg. Klar, dass die alles dafür geben, 3 Punkte mitzunehmen, das ist ja ganz klar. Und wenn man vergleicht, wie die letzte Saison gespielt haben und wo sie standen und wo sie jetzt stehen, hey, dann müssen die was machen. Und dass es wir wieder sind, die der Aufbaugegner sein müssen, die wir ja schon in Fürth fast waren nach der ersten Halbzeit, ärgert mich natürlich. Aber hey, es sind jetzt nur noch 29 Punkte zum Saisonziel Klassenerhalt. Alles, was darüber kommt, nach wie vor, nehme ich gerne. Aber 40 Punkte ist das Muss.
So, als letztes möchte ich noch sagen, dass mich tatsächlich sehr verwundert hat, dass die Fans des FCM nicht in einer derart großen Mannstärke angereist sind. Klar, sonntags, klar, mit der Bahn und so weiter. Aber trotzdem, hey, 4000 von der letzten Saison gegenüber jetzt, das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Hat mich doch ein bisschen verwundert. Aber trotzdem hat man sie zwischendrin immer wieder lautstark gehört. Klar, bei diesem Spielverlauf war es wirklich krass. Aber das ist jetzt ein freies Zitat. Mein Bruder konnte aus gesundheitlichen Gründen leider nicht auf dem Betze. Ganz viele herzliche Grüße an dich und weiterhin gute Besserung. Und der meinte, er hat sich dann angeschaut am Fernseher und nochmal freies Zitat. Der Moderator meinte so, ach wissen Sie was, ich lasse jetzt einfach mal meine Zettel liegen, lehne mich zurück und genieße diese Stimmung. Es war brachial, es war der Betze, wie er früher war. Die Ohren haben geklingelt bei den Pfeifkonzerten und haben ebenso sehr gedrückt bei den Fangesängen. Es hat mega Spaß gemacht. Von beiden Seiten also wirklich ganz große Daumen hoch für diese Form von Support. So, aber machen wir einen Strich unter diesen Spieltag, denn am kommenden Sonntag geht es weiter auswärts beim SV Sandhausen. Ich bzw. wir werden leider nicht dabei sein, aber ich bin mir sicher, dass tausende Lautrerinnen und Lautrer sich auf den Weg machen werden, um unsere Elf dort zum nächsten Saisonsieg zu brüllen. Da bin ich echt ganz, ganz fest davon überzeugt. Wie gesagt, wir sind leider nicht am Start, aber schauen uns die Partie dann einfach wieder von dieser Couch hier gemeinsam mit euch im Live Stream an. So, das war's dann soweit zum Fußball, aber es ist noch eine Sache, die mir unglaublich wichtig ist. Ein gigantisches Danke geht raus an den wundervollen Steini, der mir diesen FCK SV Werder Bremen Freundschaftsschal geschenkt hat. Einfach geil. Ich habe mich so gefreut. Ey. Das ist einfach wunderbar. Also der hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und keine Sorge, Steini, der bekommt einen gigantischen Ehrenplatz im Partyraum. Denn das ist einfach richtig geil. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, mein Lieber. So Leute, das war's dann aber auch schon wieder für dieses kleine Video. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Es gibt aber trotzdem, bevor wir uns jetzt verabschieden, noch ein bzw. zwei Punkte, die ich erwähnen möchte. Ich weiß, dass ihr die Videos aus dem Blog vermisst. Das weiß ich. Auch ich finde, dass das Ganze etwas an Charme verloren hat. Aber ich darf leider einfach nicht mehr aus der Kurve filmen. Die Gründe dürften bekannt sein. Auch für mich ist die Situation unbefriedigend, aber ich kann da leider nichts dran machen. Das nur aus dem Grund, weil ich da in letzter Zeit immer wieder Nachrichten bekommen habe. Ebenso zum Thema, Matze, wann kommt das Video? Leute, ich weiß, dass ihr euch mega auf die Clips freut. Und deswegen nehme ich mir auch immer und immer wieder Urlaub, dass ich euch die Clips so zeitnah wie möglich bringen kann, so wie ich es auch für euch heute getan habe. Aber habt da auch ein bisschen Verständnis, dass wenn das Spiel rum ist, dass ich da nicht gerade panisch schreiend zum Auto rennen möchte, um dann sofort nach Hause zu fahren. Ich möchte die Zeit auch mit meinen Freunden verbringen. Wir waren gestern zum Beispiel wundervoll essen. Und da bitte ich euch einfach schlicht und ergreifend um das Verständnis, dass das eben die Waage halten soll. Ich bemühe mich immer, es so zeitnah wie möglich online zu bringen, aber ich habe halt eben auch noch Freunde, mit denen ich gerne noch was unternehmen möchte nach derartigem Spiel. So, das war's dann jetzt aber wirklich. Und nochmal, ich hoffe, dass euch dieser Clip gefallen hat. Und es wäre mir eine gigantisch große Ehre, wenn wir uns dann im Stream am Sonntag wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Passt bitte auf euch auf, bleibt vor allen Dingen gesund. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf der Couch.